Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Wölfe, hier aus unserem Wohnzimmer der Volkswagen Arena. Und wir haben hier einmal mehr Wölfe TV live aus der Volkswagen Loge. Und wir haben heute allerhand mit euch vor. Wir haben natürlich den Blick um 14.15 Uhr auf unsere Aufstellung zum Spiel VfL Wolfsburg gegen den FC Arsenal. Das wird ein ganz, ganz großes Fest hier heute, das kann ich euch versprechen. Wir haben Tommy Stroth heute Morgen noch abgefangen und haben noch ein paar extra Stimmen rund um das UWCL-Spiel heute eingefangen. Und jetzt freue ich mich erst einmal, dass ein ganz großer, eine Clublegende hier neben mir sitzt, Marcel Schäfer. Schön, dass du da bist, Marcel. Wie sieht's in dir aus? Hallo, sehr gut. Gestern haben ja die Männer doch auch ein ordentliches Spiel in Bochum hingelegt, muss man sagen. Das heißt, mit dem Sieg im Gepäck sind wir heute zurück und freuen uns riesig auf die Partie gegen Arsenal. Champions League Halbfinale ist, glaube ich, auch etwas Besonderes, auch wenn unsere Frauenmannschaft schon wirklich den Titel gewonnen hat in diesem Wettbewerb. Dennoch, wir freuen uns riesig drauf. Sie haben eine hervorragende Saison bis dato gespielt und deshalb wollen wir natürlich jetzt auch ins Finale einziehen. Man merkt so ein bisschen die Besonderheit des Spiels, wenn man am Bahnhof entlang geht, überall plakatiert, die Fahnen überall, die man sieht, man fiebert dann auch auf diesen Sonntag hin, oder? Ja, also wie eben schon erwähnt, Champions League Halbfinale ist etwas ganz Besonderes. Arsenal London ist zu Gast, wir haben tolles Wetter, tolles Fußballwetter. Also ich glaube, ganz Wolfsburg freut sich drauf. Man merkt aber auch nach dem letzten Turnier im letzten Sommer, wo die deutsche Nationalmannschaft wirklich hervorragende Leistungen gezeigt hat, wirklich die ganze Nation begeistert hat mit dem Fußball. Leider haben sie es nicht ganz geschafft, sich die Krone aufzusetzen. Trotzdem ist ein Hype entstanden, den wir auch natürlich spüren und den wir weiter fortführen wollen, weil sie, glaube ich, jetzt auch die Anerkennung und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben aufgrund ihrer tollen Leistung über all die Jahre. Definitiv. Wertschätzung ist da. Das Stadion füllt sich. Wir haben natürlich noch anderthalb Stunden vor dem Spiel, aber ich glaube, wir können hier heute in der Volkswagen Arena auch eine tolle Kulisse erwarten, oder? Ja, also davon gehen wir aus und das haben wir auch gehört, dass da über 20.000 heute zu Besuch kommen. Vielleicht findet der ein oder andere noch den Weg und drückt unseren Mädels die Daumen auf dem Weg ins Finale gegen Arsenal. Aber ich glaube, es ist noch ein bisschen leer, bedingt aber auch durch das schöne Wetter. Und das genießt natürlich jeder. Ich denke, kurz vor Anpfiff wird das Stadion dann voll sein und die Atmosphäre wird heute mit Sicherheit besonders. Sind sie alle noch am Allersee? Marcel, du hast selbst 12 Spiele in der Euroleague, 11 Spiele in der Champions League. Kommt das hin ungefähr? Kommt hin. Hast du natürlich jetzt den UEFA Cup außen vor gelassen, aber richtig, da kommen noch ein paar dazu, weil da gab es ja dann die Umstellung. Bei mir anfangs hieß es ja noch UEFA Cup, zumindest im ersten Jahr, wo wir mit Felix Magath drin gespielt haben. Also in der Meistersaison war es noch UEFA Cup und ich glaube dann ein, zwei Jahre danach dieses Euroleague. International zu spielen ist immer was Besonderes. Es ist ja schon ein Privileg, in der Bundesliga spielen zu dürfen, aber dann nochmal die Hymne zu hören. Allen voran natürlich die Champions League-Hymne. Muss ich sagen, da kriegt man jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Das vergisst man auch nicht. Und deshalb sind solche Spiele, solche Nachmittage, wie wir es heute haben, wirklich etwas Besonderes für den Club, für die Mannschaft, aber auch für jede einzelne Spielerin. Ist es da denn wirklich so, dass das Kribbeln nochmal anders ist als bei einem Bundesliga-Samstag 15:30? Jetzt mal bei den Mädels heute hier auf dem Platz und reflektiert auf deine Karriere? Ja. Kribbeln, ich glaube, eine gesunde Anspannung ist vor so einem wichtigen Spiel natürlich immer da, glaube ich, weil es ja irgendwo auch K.O.-Spiele sind. Jetzt haben wir Hin- und Rückspiel, dennoch sind es zwei K.O.-Spiele, wo man genau weiß, wenn man eine Niederlage einfährt, vielleicht auch mit einem hohen Torverhältnis, das kann man nicht so leicht korrigieren. Genauso kann man andersrum vielleicht im Hinspiel schon ein deutliches Signal setzen, ein deutliches Zeichen. Also das sind schon besondere Spiele im Gegensatz zum Bundesliga Alltag, wo man vielleicht den einen oder anderen Fehltritt dann auch mal durchaus korrigieren kann, weil wir haben ja 34 Spiele, in der Frauen-Bundesliga sind es ja 22, also da hat man viel mehr Möglichkeiten, etwas zu tun über eine gesamte Saison hin und eben in solchen Wettbewerben, in solchen K.O.-Spielen, das ist dann das besondere Momentum, wo es um ganz kleine Details geht und deshalb ist es auch, glaube ich, dass man so eine gesunde Anspannung und dieses Kribbeln im Bauch hat. Wir haben gleich nochmal Tommy Stroth für euch, der auch den Tagesablauf nochmal so grob beschreibt. Hattest du irgendwie vor solchen Spielen, meistens die europäischen Spiele waren ja unter der Woche, bei den Mädels in der Gruppenphase auch und in der letzten Runde auch, aber hattest du besonderes Ritual dann nochmal vor dem Spiel, wie du dich nochmal konzentriert hast, hast du nochmal aufs Ohr gelegt oder besondere Sachen gegessen? Ja, also es ist ja, sag ich mal, normal, dass du einen Abend vorher ins Hotel gehst, nimmst die Mahlzeit oder das Abendessen dann mit dem Team, bist aufs Spiel vorbereitet.
vorbereitet, so eine genannte Gegneranalyse. Am nächsten Tag haben wir ein lockeres Aufgalopp gehabt nach dem Frühstück, wo der Kreislauf ein bisschen in Sprung gebracht wird, weil es eben bis zum Abendspiel wirklich sehr, sehr lange ist. Den ganzen Tag im Bett liegen ist sicherlich nicht förderlich. Und dann, je mehr es zum Spiel geht, hat auch wirklich so jeder so sein eigenes Ritual, wie er sich auf ein Spiel vorbereitet. Also man hat da mit Sicherheit nicht allgemein, wo jeder Spieler, sag ich mal, einen gewissen Ablaufplan hat, den er zu befolgen hat, sondern ich bin der Meinung, sag ich mal, wir haben es da mit gestandenen Spielerinnen und Spielern zu tun, die wirklich sehr, sehr lange, sag ich mal, auf sehr hohem Niveau schon spielen und sie müssen auch wissen, wie sie bestens vorbereitet in ein Spiel gehen. Und deshalb glaube ich, natürlich hat man gewisse Termine, wo man verpflichtet ist hinzugehen, wie sag mal, die gemeinsamen Mahlzeiten oder die Videositzung oder die Mannschaftssitzung. Aber darüber hinaus, auch wenn es im Stadion, hat jeder so seinen Ablauf hin zum Spiel. Ich habe es gerade schon angekündigt. Wir kommen jetzt zu unserem Cheftrainer Tommy Stroth, den wir heute Morgen nochmal am Tageshotel gegen 11 Uhr abgefangen haben. Da hat er sich nochmal Zeit für uns genommen und die ein oder andere Frage für uns beantwortet. Maximal vorbereitet. Wir freuen uns jetzt aufs, ja, aufs Hinspiel hier in Wolfsburg, aber wir wissen, dass hier eigentlich nichts entschieden wird. Kannst du uns nochmal abschließend personelle Einblicke geben? Die Aufstellung wird in deinem Kopf schon feste sein. Wir dürfen sie gleich in der Live-Sendung ja auch präsentieren quasi. Wie werden wir in dieses Spiel gehen und wie geht's Alex Popp? Genau, also Poppy wird nicht mit dabei sein. Wir haben Lena Latwein nicht zur Verfügung und Julia Kassen nicht zur Verfügung. Das sind die drei Spielerinnen, die ausfallen. Der Rest ist verfügbar. Marina wird wieder im Kader dabei sein, nicht in der Startelf. Das sind so die Details der letzten Tage, die sich eben dementsprechend angepasst haben oder eben wie bei Poppy dementsprechend so geblieben sind. Tommy, es sind noch knapp 3 Stunden jetzt bis zum Anpfiff. Wie sieht's innerlich in dir gerade aus? Ja, sind voll in den Abläufen drin. Von daher noch recht entspannt. Wir haben gleich das Matchmeal. Dann steigt die Anspannung natürlich nochmal, steigt der Fokus. Aber voller Vorfreude bei Topwetter dementsprechend einen tollen Spieltag zu erleben. Kannst du uns nochmal den Ablauf so im Einzelnen nochmal sagen? Heute ist Anschluss 15:30. Ihr habt euch heute im Tageshotel dann getroffen, Aktivierung etc. Alles noch passiert vorm Spiel? Genau, genau. Also wir haben uns heute Morgen zum Frühstück getroffen, haben dann nochmal die Standardsituation besprochen und danach nochmal eben eine kleine Runde spazieren gegangen. Jetzt ist nochmal eine kurze Ruhephase, bevor wir dann um 12.30 Uhr das Matchmehl haben und dann wirklich ja loslegen in der direkten Spielvorbereitung. Für Arsenal gab es unter der Woche eine kleine Hiobsbotschaft, Leah Williamson wird länger ausfallen. Wie verkraftet so ein Gegner so einen Ausfall so kurzfristig? Das wird man sehen. Grundsätzlich hat Arsenal viel Qualität, auch das in der Breite nochmal aufzufangen. Aber dennoch macht das natürlich was mit so einer Gruppe. Und für uns, ja, wir müssen uns eben auf Alternativen vorbereiten, schauen, wie sie es lösen könnten. Das haben wir gemacht und das waren unsere Aufgaben hierin. Was für ein Spiel wirst du heute erwarten? Es gilt ja, einen guten Grundstein zu legen und ich glaube, es ist ein großer Ansporn, eine perfekte Woche vielleicht sogar hinzulegen. Ja, definitiv. Natürlich würden wir am liebsten dieses Spiel gewinnen. Und trotzdem wissen wir, dass es Hin- und Rückspiel gibt und das Weiterkommen immer eine Kombination aus beiden Spielen sein wird. Also von daher, wir sind auf beide Spiele maximal vorbereitet. Wir freuen uns jetzt aufs Hinspiel hier in Wolfsburg, aber wir wissen, dass hier eigentlich nichts entschieden wird. Kannst du uns nochmal abschließend personelle Einblicke geben? Die Aufstellung wird in deinem Kopf schon feste sein. Wir dürfen sie gleich in der Live-Sendung ja auch präsentieren quasi. Wie werden wir in dieses Spiel gehen und wie geht's Alex Popp? Genau, also Poppy wird nicht mit dabei sein. Wir haben Lena Latwein nicht zur Verfügung und Julia Kassen nicht zur Verfügung. Das sind die drei Spielerinnen, die ausfallen. Der Rest ist verfügbar. Marina wird wieder im Kader dabei sein, nicht in der Startelf. Das sind so die Details der letzten Tage, die sich eben dementsprechend angepasst haben oder eben wie bei Poppy dementsprechend so geblieben sind. Tommy. Ja. Marcel, Alex Popp, der Trainer sagt es, wird leider ausfallen, genau wie Lena Latwein auch. Aber lass uns auf Alex Popp einmal eingehen. Schon ein Mentalitätsmonster, was da heute fehlen wird, richtig? Ja, nicht nur das, sondern sie ist eine überragende Spielerin mit ihrer Einstellung, sage ich mal, gerade in solchen Spielen. Das haben wir letztes Jahr auch beim Turnier gesehen. Da war sie immer in den entscheidenden Momenten da und kann die Mannschaft auch ein Stück weit mitreißen. Sie hat sehr, sehr viel erlebt in ihrer Karriere. Viele Höhen und Tiefen hat sie durchgemacht. Und das ist natürlich gerade in solchen K.O.-Spielen dann auch wirklich manchmal ein wichtiges Kriterium. Aber leider gehören Verletzungen auch irgendwo dazu. Ich glaube, wir haben eine top zusammengestellte Mannschaft von Ralf Kellermann, die wirklich ja jetzt auch um alle drei Titel mitspielt. Von daher werden und müssen wir das kompensieren. Aber ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass wir Alex und Lena gerne dabei gehabt hätten.
Definitiv. Und wir haben jetzt noch knappe 3 Minuten. Dann können wir euch die Aufstellung präsentieren. Die nutzen wir jetzt aber nochmal, die 3 Minuten. Marcel, du bist seit Anfang des Jahres auch für den Frauenbereich verantwortlich. Wie läuft es denn so an? Ich war ja vorher auch des Öfteren bei Spielen zu Gast und habe ja zu vielen Spielerinnen auch wirklich einen ganz ordentlichen Draht. Nicht nur als Sportdirektor, sondern zu meiner Zeit als Spieler beim VfL war der Kontakt schon immer da. Wir haben einige Dinge zusammen gemacht und von daher ist es ja schon eine etwas längere Historie. Ich freue mich sehr, dass ich die Aufgabe bekommen habe, auch für den Frauenfußball zuständig zu sein. Ist ja eine sehr dankbare Aufgabe, muss man sagen, weil sie wirklich jedes Jahr um Titel mitspielen, beziehungsweise die letzten Jahre immer Titel geholt haben. Es ist ein sehr funktionierendes Gebilde, sage ich mal, nicht nur die Mannschaft, sondern auch ein hervorragendes Trainerteam rund um Ralf Kellermann. Also da wird hervorragende Arbeit geleistet, die ich versuche bestmöglich zu unterstützen. Und das ist natürlich so, dass wir wie in allen anderen Bereichen auch den Frauenfußball versuchen nach vorne zu bringen, wollen, sag mal, sportlich, sage ich mal, Schritte nach vorne machen, infrastrukturell und personell wollen wir natürlich irgendwann auf ein anderes Niveau. Aber ich glaube, das muss man auch immer wieder herausstellen. Der VfL Wolfsburg ist mit Sicherheit eine der Lokomotiven im Frauenfußball in Deutschland und auch irgendwo ein perfektes Paradebeispiel, dass hier investiert wird in den Frauenfußball, dass daran geglaubt wird, dass da wirklich was vorwärts geht und da kann man auch ein Stück weit stolz drauf sein. Eben diesen Ralf Kellermann, lass uns kurz über ihn sprechen, denn er wurde mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Zum Rückspiel gegen Paris war es, meine ich, mit einem Vertrag bis 2026. Großartiges Zeichen, glaube ich auch, und auch der richtige Schritt. Auch vielleicht ein weiterer Schritt der Professionalisierung, dass Ralf jetzt auch den Titel Direktor Frauenfußball trägt? Ja, also zum einen hat er es reglich verdient und wir wissen es sehr zu schätzen, dass er sich auch bis 26 an uns gebunden hat. Da sind wir sehr stolz drauf. Und er ist einer der Gesichter des Frauenfußballs, nicht nur hier in Wolfsburg, sondern einfach auch in ganz Deutschland. Hat tolle Arbeit gemacht als Trainer und jetzt auch im Prinzip als Direktor bzw. sportlicher Leiter vorher. Und die Aufgaben werden komplexer, wenn wir das weiterhin professionalisieren wollen auf allen Ebenen, wie eben schon erwähnt, nicht nur sportlich, sondern eben auch infrastrukturell und personell. Da kommen natürlich dann auch mehr Aufgaben auf den Schreibtisch und deshalb diese Bezeichnung, was für ihn aber auch irgendwo eine Auszeichnung ist für die letzten Jahre, wo er wirklich zusammen mit allen Beteiligten hervorragende Arbeit geleistet hat. Wunderbar, und jetzt haben wir die letzten 10 Sekunden, bis wir die Aufstellung angehen können. Lässt die Spannung aber auch steigen, muss ich sagen. Also du kitzelst jede Sekunde raus. Und wir halten alle Richtlinien der UEFA ein. Jetzt kommt die Aufstellung für euch und wir gehen sie einmal durch. Wir haben natürlich auch eine Grafik für euch vorbereitet. Im Tor mit der Nummer 1 Merle Frohms, Lynn Wilms mit der Nummer 2, die Nummer 4 Kathi Hendrich, die Nummer 5 Lena Oberdorf, Do Jansen mit der Nummer 6, Eva Pajor, die Nummer 9, Svenja Huth heute einmal mehr Kapitänin mit der 10, Feli Rauch die 13, Jill Roth die Nummer 14, Svendis Jonsdottir mit der 23 und Jule Brandt mit der 29. Das hört sich doch nach einer mehr als schlagkräftigen Truppe an heute, oder? Ja, und meines Wissens ist es die 11, die auch in München gestartet ist. Von daher sind es ja schon mal gute Voraussetzungen, weil da haben sie wirklich eine tolle Leistung abgeliefert, muss ich sagen. War selber vor Ort, habe da live die Daumen gedrückt. Ich muss sagen, was mir einfach gut gefallen hat, nach der ersten Druckphase, wo Bayern auch 2 Möglichkeiten hatte, haben wir es dann wirklich gut gemacht. Haben gewisse Ruhe ins Spiel reingebracht, haben immer wieder versucht, die Seiten zu verlagern. Und dann eben mit dem massiven Tempo von Jonsdottir und dann auch Jule Brandt natürlich hinter die Abwehrkette zu kommen und haben tolle Tore rausgespielt. Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Ob es dann sag mal, 5 Tore Unterschied hätten sein müssen, nehmen wir gerne so, wie es ist. Aber es war wirklich eine tolle Leistung. Deutliches Signal, dass wir uns auch in der Bundesliga noch nicht aufgegeben haben. Und sollte Bayern wirklich nochmal schwächeln, dann müssen wir einfach da sein. Aber ich freue mich auf die Partie. Ich glaube, auch die Spielerinnen haben es verdient, heute in der Startelf zu stehen. Volles Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir heute ein gutes Ergebnis im Hinspiel erzielen. Und Jule und Sven ist nochmal angesprochen, das sind absolute Waffen. Also das kann hier heute auch, glaube ich, sehr gut gegen Arsenal funktionieren. Ja, man merkt natürlich auch, dass wir da eine gute Balance haben, sagen wir, zwischen jungen Spielerinnen, die extrem viel Tempo haben, wie Svenny und Jule. Dann haben wir natürlich auch mit Svenja Huth eine unglaubliche Erfahrung, die eine Ruhe ausstrahlt, die den jungen Spielern auch irgendwo Stabilität gibt. Und genau das versprechen wir uns natürlich auch. Lena ist wichtig, weil sie mit das Herz, sage ich mal, vor der Abwehr ist. Sie versucht da alles wegzuräumen und läuft viele Räume an, verteidigt extrem gut und hat natürlich im Spielaufbau eine wichtige Funktion für uns. Also
Ich glaube, wir haben eine Top-Mannschaft, die wir heute ins Rennen schicken. Du merkst auch, bei mir ist eine gewisse Begeisterung da und ich freue mich wirklich auf dieses Spiel heute. Und wir hoffen jetzt mal, dass es eventuell so ausgeht wie im letzten Jahr. Da war die Konstellation ein bisschen anders. Das war das UWCL-Viertelfinale. Hinspiel war in London, da gab es ein 1:1 und im Rückspiel gab es hier in der Volkswagen Arena ein 2:0. Jetzt habe ich viel über diese Spiele geredet. Jetzt wollen wir sie auch euch nochmal zeigen und zwar in der folgenden Matz. Ball comes back in again, and there's Wasmuth with the header. There she is again. Wolfsburg strike first. It is Tobin Heath, takes it short. Woman Mai! There's the equaliser! What a brilliant free kick from Arsenal! Wir haben es gesehen, es war gerade in London, es war ein sehr enges Spiel. Rückspiel war dann etwas souveräner, wobei es auch teilweise gut herging hier in der Volkswagen Arena. Arsenal entwickelt sich ganz gut in den letzten Jahren. Jetzt im Halbfinale, zuletzt Bayern rausgekegelt. Ich glaube, das ist ein Gegner auf Augenhöhe, wie man so schön sagt. Oder? Definitiv. Das war Paris auch schon, wo unsere Spieler wirklich eine tolle Leistung gezeigt haben. Aber es sind eben in diesen Spielen die kleinen Details, die entscheiden. Man braucht manchmal das Spielglück auf seiner Seite. Ich glaube, unsere Mannschaft hat sich das erarbeitet, auch das Glück zu haben, dass Paris die eine oder andere Chance nicht genutzt hat. Trotzdem, wir reden vom Champions League Halbfinale. Da kommen die besten Mannschaften Europas zusammen. Die Engländerinnen haben sich in den letzten Jahren wirklich sehr gut weiterentwickelt. Alle großen Teams, spielen ja im Moment auch in der Liga vorne mit. Ich glaube, Manchester United ist im Moment Erster. Arsenal spielt wieder um die Champions League Qualifikation. Die bekannten Größen wie United, City, Arsenal, Chelsea sind jetzt auch bei den Frauen vertreten und rüsten da mächtig auf, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man sieht, dass wir gut aufgestellt sind, können national und international mithalten, auch mit dem Wissen, dass es natürlich wirklich schwierig ist und eben diese Titel, um die wir spielen, hart umkämpft sind. Wie denkst du, wird der Matchplan aussehen hier heute? Wird man das Zepter direkt hier im eigenen Wohnzimmer in die Hand nehmen oder erstmal abwarten, was die Gegnerinnen machen? Ich war in der Sitzung nicht dabei, aber ich würde mir vom Grundsatz her immer wünschen, wir sind hier zu Hause, wir spielen vor einer tollen Kulisse, mit einer tollen Atmosphäre, dass wir natürlich nach vorne spielen, dass wir mutig spielen, dass Fehler in solchen Spielen passieren. Ich glaube, das ist normal, weil Fehler gehören einfach zum Fußballspiel dazu. Man darf sich nur davon nicht abbringen lassen, weil Fehler passieren. Das, was man dann besser machen kann, ist das, was dann kommt und nicht das, was war. Und da darf man gar nicht groß mit sich hadern oder drüber nachdenken. Deshalb mutig, frech, nach vorne. Wir wollen natürlich immer aggressiv verteidigen. Wir wollen hoch verteidigen, weil wir, glaube ich, auch das Tempo in unserer Abwehrkette haben mit Dominik Janssen. Und mit Katharina Henrichs haben wir wirklich Spielerinnen, die über extrem viel Tempo verfügen. Das heißt, wir können die Tiefe dann auch sehr, sehr gut verteidigen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir immer in Überzahl sind. Das war etwas, was vielleicht gegen Paris nicht immer ganz so gut war, weil wir dann manchmal wirklich 1-gegen-1 verteidigt haben und da kann immer was passieren, sondern wir müssen uns wirklich in der Restverteidigung ein Stück weit besser aufstellen, gerade in diesen Momenten, wo es um die kleinen Details geht. Aber ich glaube, wir sind bestens vorbereitet. Die Mannschaft ist heiß, die will hier ein Zeichen setzen, Signal setzen und einen Grundstein legen dann auch fürs Rückspiel. Ich bin mal gespannt drauf. Es könnte die perfekte Woche für die Wölfin werden. 5-0 in München, 3-0 unter der Woche in der Liga in Duisburg. Und jetzt vielleicht ein Sieg, ein 0:0-Sieg. Und für den VfL könnte es ein perfektes Wochenende werden nach dem Spiel gestern, nach dem 5:1 in Bochum. Ganz kurz da, warst du zufrieden mit dem Auftreten der Jungs?
Ja, die erste Halbzeit war wirklich, muss ich sagen, sehr gut. Wir waren sehr effizient, haben die Tore gut rausgespielt, haben den ein oder anderen Fehler von Bochum dann wirklich gnadenlos ausgenutzt, was irgendwo auch der Matchplan war. Ich bin aber auch ganz ehrlich, die zweite Halbzeit hat mir nicht gefallen. Da war ich nicht in Gänze zufrieden, weil ich glaube, wir hätten die Dinge dann klarer zu Ende spielen müssen. Da waren wir zum einen ein Stück weit fahrlässig im eigenen Offensivspiel, nicht klar genug. Und wir haben in der zweiten Halbzeit dann viel zu viele Standardsituationen zugelassen, wo wir auch dann ein Gegentor bekommen haben. Das ist etwas, was mich nicht zufriedenstellt, weil ich glaube, mit einem 0:3, dann muss man weiter auf Torerfolg spielen, dann muss man weiter hochkonzentriert, sehr fokussiert spielen, weil Bundesliga kann manchmal das Spiel innerhalb von wenigen Minuten in eine andere Richtung kippen und da hatte ich nicht immer das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit so souverän waren, wie wir das eigentlich hätten sein sollen nach den drei Toren in der ersten Halbzeit. Deshalb, ich freue mich riesig über den 5:1-Sieg. Wir waren sehr effizient, wir haben uns belohnt für die Arbeit, auch in den letzten Wochen, wo wir wirklich sehr viele Chancen haben liegen lassen, gerade hier in der Volkswagen Arena. Aber über 90 Minuten zufrieden war ich nicht. Da bin ich schon ganz ehrlich. Aber es war nicht nur die Profimannschaft, die gestern Erfolge gefeiert hat, beziehungsweise einen Erfolg, sondern alle Jugendmannschaften haben gewonnen, also wirklich alle. Und deshalb wäre es einfach schön, wenn unsere Frauen da heute nachziehen und wenn sie die perfekte Woche haben und auch heute zu Null spielen, haben wir schon mal eine gute Ausgangsbasis fürs Rückspiel. Also ich glaube, wir sollten schon sehr kompakt agieren. Versuchen, sagen wir mal, die Anzahl der Torchancen von Arsenal auf ein Minimum zu reduzieren. Wobei wir reden von einer Top-Mannschaft, die unter die besten vier Europas gehört. Die 90 Minuten kalt zu stellen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Bevor ich dir einen Tipp entlocke, wir haben uns gestern noch einmal umgehört. Und zwar bei den Stimmen zum Spiel war Wölfe TV natürlich auch in Bochum dabei. Und da hat sich herausgestellt, dass der ein oder andere aus dem Kader auch ganz, ganz fest in die Daumen heute Abend drückt. Yeah, I hope all the best for them and I cross my fingers and hope they can get a good result and later go to the final. That would be a big achievement. Ja, es ist ein großes Spiel für den gesamten Verein und natürlich drückt man da die Daumen und hofft, dass die weiterkommen oder ein gutes Hinspiel hinlegen. I hope they can win the game first of all and I wish them all luck tomorrow and I know they're a good team they have all the chances to qualify for the final. Ja, die spielen das natürlich immer sehr souverän. Ich drücke denen natürlich die Daumen, ich persönlich auch als Mannschaft, dass sie das Ding auch ziehen. Sie haben bisher sehr, sehr gut gespielt und ich hoffe, dass sie in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, war heute für uns ein wichtiges Spiel, aber ich glaube, das ist morgen nochmal eine andere Hausnummer für die Mädels. Ich hoffe, meine Präsenz vor Ort bringt Glück. Das wäre ganz gut, weil sonst komme ich nicht mehr. Aber nee, bis jetzt hat es immer funktioniert, wo ich im Stadion war. Deswegen, ich hoffe sehr, dass die Mädels das hinbekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Pokalspiel gegen Bayern gesehen. Also mir macht da eigentlich nichts Angst und Bange, sondern viel Vorfreude. Und ich glaube, die Mädels können sich auf einen Top-Rasen freuen. Und ich glaube, die werden auch gewinnen. 2-0. Ja, I hope all the best. Max wird da sein. Hast du aus dem Kader auch gehört, ob der eine oder andere hier noch in die Volkswagen Arena kommen wird? Heute? Ja, sehr, sehr viele sogar. Sehr schön. Also die Jungs waren ja auch bei den letzten Spielen, unter anderem bei Paris waren sie da, aber auch in den Bundesligaspielen. Also das ist ja auch etwas, wo wir, sag mal, zusammenbringen möchten, den Schulterschluss zwischen allen unseren Mannschaften, zwischen den Männern, zwischen den Frauen, aber auch Akademie. Und das ist dann schön, wenn man sich gegenseitig die Daumen drückt, gerade bei so wichtigen Spielen. Und deshalb sind wir heute wirklich zahlreich vertreten mit den Jungs. Schönes Zeichen auch insgesamt für die VfL-Familie. Absolut. Sehr schön. Max hat gerade hinten raus noch ein 2:0 getippt. Marcel, was tippst du hier heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, da hätte ich mich fast schon angeschlossen. Du hast ja vorhin schon angedeutet und wir haben ja von der perfekten Woche gesprochen und ich habe ja immer darauf hingewiesen, dass es natürlich gut ist, wenn man kompakt steht und kein Gegentor kassiert. Deshalb werde ich mich unserem Kapitän anschließen und tippe auf ein 2:0, außer du sagst, das ist nicht regelkonform und ich muss einen anderen Tipp abgeben. Weil einen Wetteinsatz hast du ja jetzt noch nicht hier rausposaunt. Also was ist denn dein Tipp? Ich gehe von einem 3:0 aus. Na gut, dann bleibe ich beim 2:0 und jetzt musst du noch den Wetteinsatz bestimmen. Ich setze diesen wunderschönen Schal, ja, sehr gut. Überleitung. Wir sehr haben gut. Wir haben den Spieltagsschal. Halt ihn mal in die Kamera. Den setze ich, nicht den Ball. Ist das der Spielball? Ne? Das ist der Spielball, den wir gleich an Kulle wieder zurückgeben. Ja, absolut. Sonst reißt er uns den Kopf ab. Den gibt es auf jeden Fall rund ums Stadion für 15 Euro, 400 Stück, limitiert. Leider nicht bei uns online im Fanshop, aber kommt zum Stadion. Noch ist Zeit, eine Stunde haben wir noch. Also alle schnell unten los, auch wenn die Sonne scheint. Der Schal ist trotzdem schön, fühlt sich gut an. Ne? Ja, absolut, wenn es kalt ist. Ist top. Und sollte ich gewinnen, kriege ich natürlich den Schal. Aber ihr
sollte den Spielball mit allen Unterschriften bekommen. Deshalb geht es heute 2:0 aus. Greif ihm hier den Spielball, lass den unterschreiben von allen Spielerinnen und wir verlosen den. Perfekt. So, sehr gut. Das ist doch ein Deal. Top. So kriegt man auch ratzfatz hier wieder ein Gewinnspiel an den Start. Also wir haben alle ein Interesse, dass wir heute 2:0 spielen, dass wir 2 Tore schießen, weil dann habt ihr die Möglichkeit, den Spielball mit Unterschriften unserer Spielerinnen zu bekommen. Und beim 3:0 gibt es den Schal. So, jetzt hauen wir noch eine raus. So, sehr gut. Marcel, herzlichen Dank für deine Zeit. Top. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Ich habe noch 1-2 Sendehinweise für euch. Und zwar, DAZN überträgt natürlich dieses Spiel jetzt gleich live in einer knappen Stunde. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Wölferadio am Start. Und da ist auch Prominenz dabei. Und zwar Yannick Gerhardt wird die erste Halbzeit kommentieren. Also Kompromiss ist vielleicht DAZN anmachen, aber das Wölferadio laufen lassen nebenbei. Und dann hört der Yannick auch, ob er seinen Job auch gut macht, aber davon gehe ich mal aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Feste die Daumen drücken für dieses erste Spiel, für das Hinspiel in der UWCL VfL Wolfsburg gegen den FC Arsenal. Wir melden uns nach dem Spiel mit den Stimmen zum Spiel und allerhand Social Clips mit Sicherheit. Also viel Spaß beim Spiel, bleibt gesund und munter. Bis dann, euer Felix. Ciao. Sagst du ein cooler Bescheid wegen dem Ball? Ja, komm. Gibt's jetzt im Spiel bei der Wand rein. Oder? Nee, musst du Gewinnspiel mitmachen. Und das wäre fast schon Compliance. Compliance-Problem. Das Wettbewerb. Hab ich ein Wettbewerb gemacht. So, komm, dann gehen wir jetzt essen.